So, Freunde, es geht ja wieder früh am Morgen hier los. Vorm Duschen, vorm Frühstück Bier, bevor ich dich angespuckt. Das ist wieder viel zu guter Content, das müssen wir mitnehmen, Leute. Kundenstories aus dem Leben. Pia, Respekt, dass du so lange ruhig geblieben bist. Ich hatte einfach jetzt auf Hagen zukommen, weil ich wusste selber nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich war so aufgebracht und hätte fast selber eine ähnliche Nachricht wie er verfasst, aber ich, Wir hatten gerade einen Kunden, der hat 2 Hoodies bei uns bestellt und aber leider nur einen bekommen. War ein Fehler beim Packen. So, 2-mal den gleichen Artikel in der gleichen Größe, haben wir einen Fehler gemacht. Haben wir gesagt, gut, wir können den gleichen Artikel auch leider nicht mehr anbieten, weil ausverkauft, andere Farbe wollte er nicht und so weiter. Dann hat Pia eine Rückzahlung veranlasst über den halben Betrag. Versand ist kostenlos und er hat einen 20% Gutschein genutzt, hatte dementsprechend, glaube ich, 100... Nee, das machen wir jetzt ganz genau. 111,98 Euro bezahlt und 55,99 Euro zurückerstattet bekommen. Also genau die Hälfte. Und dann sagte er, das ist ja nicht alles, es reicht ja nicht. Er wollte 69,99 Euro zurückerstattet bekommen, also den ursprünglichen Preis von einem Hoodie, weil er ja Rabatt für 2 Hoodies bekommen hat. Und ich habe erstmal so gedacht, meint er das jetzt ernst? Er ist auch richtig unfreundlich gewesen. Also im privaten Chat bei Pia bei Instagram hat er da 5 Nachrichten und PayPal und Anwalt und sowas habe ich ja noch nie erlebt. Frechheit, scheiß Kundenservice und so weiter und sowas. Also ich könnte deinen Job nicht machen. Nee. Sowas musst du dir jeden Tag anhören. Ich höre ja oft solche Geschichten. Aber gerade habe ich mich da wirklich mal eingeklinkt, habe gesagt, das kann doch nicht angehen. Wir haben ja wirklich 99% der Kunden sind ja super lieb, ja, und sind super korrekt, haben für alles Verständnis, wenn wir mal Lieferprobleme haben oder so. Super korrekt, bei Rücksendungen kriegen wir hier Süßigkeiten ständig mitgeschickt. Käse so, also, letztes Mal, also ganz wild, ganz ja, krassen. Genau, irgendjemand hat so eine Käsemacherei, da hat er uns 5 Laibe gekühlten Käse herzlich mitgeschickt, den wir bis heute essen, richtig lecker. Aber manchmal sind halt auch solche Spezialisten dabei, das kannst du dir nicht ausdenken. Kauf 2 Hoodies. 140 Euro, bekommt 20% Rabatt, 111,99 und will dann 70 Euro zurückhaben, weil er einen Hoodie nicht bekommt. Hä? Vielen Dank für Ihren Anruf bei Tesla. Für Deutsch drücken Sie die 1. Ich rufe bei der 040-Nummer von Tesla an und die fragen mich erstmal, ob ich Deutsch spreche. Ich habe im Januar ein Model Y bestellt, angegebene Lieferzeit 1 Monat, also sollte im Februar kommen und jetzt ist bald Juni und irgendwie höre ich nichts von euch. Und die Leute wundern sich, dass alles den Bach runtergeht, Digga. Vor nicht mal 8 Jahren, als ich noch studiert habe, da gab es 190er mit TÜV, teilweise unter 1000 Euro. Jetzt tankst du so ein Ding, 63 Liter für 140 Euro voll. Es ist wirklich nicht zu fassen, Leute. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Würzburg mit dem 190er. Da ist wieder der ein oder andere Japan-Lachs gelandet in meinem hauseigenen Forellenteich, kann man fast schon sagen. Und da fahre ich jetzt hin mit dem 190er, weil der Gewinner kommt da ja auch irgendwo aus der Ecke. Und ich habe mir gedacht, dann können wir uns entweder in Würzburg treffen oder ich bringe ihm die Kiste persönlich nach Hause. Dann muss der nicht ganz zu mir nach Hause, dann muss der nicht ganz hoch zu mir nach Hamburg juckeln. Wir haben jetzt so ungefähr 18 Uhr, ich habe noch 5 Stunden Fahrt vor mir. Deswegen würde ich sagen, let's go. Lange Autofahrten, Freunde, mein Stichwort, um hier die Y-Food-Buddel auszupacken. Eine leckere, ausgewogene Trinkmahlzeit mit 500 Kilokalorien in so einer kleinen Flasche hier drin. 30 Gramm Eiweiß sind drin, viele wichtige Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine. Nutrition Score A. Hier in meiner Lieblingsgeschmacksrichtung Cold Brew Coffee. Das gibt es auch noch in vielen leckeren anderen Geschmacksrichtungen. Einfach über den Link in meiner Videobeschreibung bestellen mit 10% Rabatt über meinen Code. Es gibt auch einen Taster-Pack, da habt ihr dann quasi gleich die Auswahl aus mehreren Geschmacksrichtungen. Banane ist noch drin, Kokosnuss, Schokolade und so weiter. Echt sehr, sehr lecker. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Wird euch eher früh als spät nützlich sein, von Vorteil sein und den Zwischenstopp beim örtlichen Fastfood-Restaurant vermeiden und euch hier quasi aus so einer Autofahrt zum Beispiel einfach satt halten. Und ich gehe jetzt erstmal pennen. Hoi Kai, moin moin. Wie geht's dir? Also genauso gut wie mir, oder? Ja, ich sehe das schon. Genauso gut wie wir, ja, genau. Ich kann den Leuten aber auch nicht immer so dieses heile Welt-Hui, Tutti Frutti, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Nee, also es ist einfach gerade Stress, die Leute haben es im Video auch schon gesehen, nichts funktioniert. Hier in Würzburg funktioniert auch schon wieder nichts. Ist jetzt, glaube ich, eins, das Video sollte eigentlich schon lange im Kasten sein. Jetzt stehen wir hier noch bei Mercedes, da steht nämlich der IWC CLS, limitiertes Auto, 55 Stück, den ich aus Japan importiert habe.
Aber wir wollen jetzt mit dem Brabus CLS zum TÜV. Da hast du jetzt noch die ganzen Gutachten besorgt. Ja, das war natürlich auch nochmal ein Ding, aber ich bin zuversichtlich. Also es gibt auch positive Dinge, die wir zu berichten haben. Und wir haben einiges zu berichten. Hier ist das ein oder andere Auto angekommen auf jeden Fall. Und das ist eigentlich eine japanische Glanzleistung. Also so möchte man eigentlich einen Japan-Import haben, ne? Ein Auto, komplett Umbau Brabus CLS C219, die es in Deutschland so überhaupt nicht zu finden gibt. Und an dem Auto muss ja eigentlich nichts gemacht werden quasi. Ne? Also klar, wir haben die Scheinwerfer umbauen lassen für den deutschen Straßenverkehr. Der hat 4 neue Reifen bekommen, weil einfach aufgrund der Witterungsbedingungen und des Nutzungsverhaltens in Japan Reifen einfach lange auf dem Auto bleiben und dementsprechend dann entweder irgendwann hart oder rissig sind. Das heißt, das sollte auf jeden Fall in der Grundkalkulation sowieso schon immer enthalten sein. Und ich glaube, 2 neue Bremsschläuche hin, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Also mehr muss an dem Auto nicht gemacht werden. Super, super geil. Da haben wir auch noch ein paar andere Beispiele, die wir euch heute zeigen. Ja. Aber ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum, sondern wir fahren einfach jetzt direkt zum TÜV. Das ist nämlich auch noch mal eine halbe Stunde. So ist es, ja. Und dann bekommen wir das Schätzchen hier auf deutsche Straßen endlich. Gerade schon noch mal eine Dreiviertelstunde Umweg fahren, habt ihr gerade gesehen, weil irgendwo in der Autobahnausfahrt war wieder Vollsperrung, da hat sich gar nichts bewegt. Wir standen da 10 Minuten, haben wir gesagt, scheiß drauf, fahren wir noch mal 10 Kilometer zur nächsten Ausfahrt. Es fängt schon wieder gut an. Also die Skriptschreiberlinge sind wieder voll am werkeln hier, so wie bei Max gestern. Die Autobahngeschichte war ja auch wieder nicht zu glauben. Kannst du dir nicht ausdenken, nee. Das glaubt dir kein Mensch mehr wirklich. Das glaubt dir wirklich niemand. Erzähl das auch keiner mehr, weil das glaubt dir keiner, weil das passiert wirklich. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Worte. Ist das so, bekommt die Karre jetzt TÜV? Mein Gefühl sagt mir, ja. Das könnte ein gutes Meme werden, jetzt wenn es nicht klappt. So, Ilkay, Alter, haben wir es gepackt, Digga. Ey. Junge, Junge, das war eine Nummer. Das war echt eine Nummer, du, heute, ey. Gerade auf letzte Rille nochmal von Brabus die letzten Gutachten besorgt. Also damit wir auch wirklich alles dieses Mal an diesem Fahrzeug ordnungsgemäß eingetragen haben. Weil ich möchte das an dieser Stelle nochmal festhalten. Das ist wirklich eine deutsche Erstauslieferung und ein Komplettumbau von Brabus. Also ich glaube, das ist alles verbaut, was sie damals im Programm hatten. Diesen Carbon-Grill, das Emblem, komplette Carbon-Frontstoßstange, Brabus Monoblock S in 9 und 10,5x20, die Seiten... Schweller, Heckstoßstange, eine komplette Brabus-Auspuffanlage mit Sportcuts. Ganz wichtig, das Auto hat offiziell das Brabus B8 Leistungspaket verbaut, also 420 PS. Und halt die komplette Innenausstattung nicht zu vergessen natürlich. Mit dem Carbon-Interieur, das rot-schwarze Leder, das ist einfach, ist gerade ein bisschen windig, aber ja. Mann. Ja, ja. So, also da will ich auch wirklich nichts mehr hören. Da will ich wirklich gar nichts mehr hören hier, Freunde. Boah! Also der ganze Stress, die ganzen Strapazen, die zahlen sich dann doch an irgendwann aus, wenn man so ein Auto irgendwie über den TÜV gebracht hat, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich heute, war es eine Last-Minute-Aktion, ja. Das schaffen sie nicht mehr, aber ich habe ja gesagt, immer positiv denken. Und heute hat sich wirklich ausgezahlt, der ganze Stress. So. In der Zwischenzeit hier LKW-Lieferung verpasst, Anlieferung, ne? Was hast du bekommen, LKW? E46 M3? E46. Ja. BMW überspringen wir mal hier. Überspringen wir mal hier, genau. Da kam noch CLK Cabrio. Oh, die sind auch interessant, die Dinger. Cabrio. Als 55er würde ich mir so einen auch noch hinstellen, aber die sind so selten mittlerweile. Ja. Schönen Gruß an Zallo, Audi RS6 Avant. Schöne Farbe, natürlich staubig, aber ne, innen so weiß, helles. Innen weiß, außen blau ist ganz geil, ja. Und dann ein SL55 AMG mit sage und schreibe 29.000 Kilometern, das ist echt. Die Felgen hier, ich glaube AMG Styling 4, bin ich mir jetzt nicht sicher, 19 Zoll müsste das sein. Genau, die sind schweineteuer, also da kostet so ein Radsatz schon mittlerweile 4.000. Ja gut, das Grau ist jetzt natürlich nicht das Allergeilste, ne? Aber schöner Zustand auf jeden Fall. Mann, 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 du, das Auto habe ich selber im sauberen Zustand auch noch nicht gesehen.
Das Auto ist jetzt quasi einmal technisch komplett aufbereitet worden. Ich weiß nicht, ihr habt den, glaube ich, bisher nur einmal im Dunkeln gesehen. Das ist eben auch MKB-Komplettumbau, so wie meine S-Klasse. Und das Lustige halt, mit genau den gleichen Felgen, mit genau der gleichen Innenausstattung und so weiter. Und bei dem Auto hatten wir, was die technischen Mängel angeht, leider nicht so viel Glück wie beim CLS. Ich habe hier mal die Rechnung für euch rausgesucht aus der Werkstatt. Der hat eine neue Batterie bekommen, Bremsschläuche rundherum, Querlenker vorne, links und rechts, Koppelstangen, Gelenkscheibe, Längswelle, also Stabis, Querlenker, Achsvermessung, Traggelenke, Bremsflüssigkeitswechsel und 4 neue Reifen. Der Spaß hat so gekostet 2000 Euro brutto. Und jetzt geht es eben hier an die optischen Arbeiten. Wie ihr seht, muss da so ein bisschen was gemacht werden. Die Felgen sehen nicht mehr so schick aus. Der Schweller links, ich weiß nicht, was damit passiert sein soll. Guckt euch das mal an. Hinten der Heckspoiler, da ist der Lack, hat sich auch verabschiedet. Die Stoßstangen vorne und hinten müssen neu lackiert werden. Die Spiegelkappe rechts war komplett gebrochen. Die scheinen die schon ersetzt zu haben, gegen gebrauchtes Teil wahrscheinlich. Und hier, wie ihr seht, ne? Also hier ist gar keiner mehr zu Hause. Scheinwerfer sind schon umgebaut auf Rechtsverkehr. Ja, in die Bude fließt also ein bisschen mehr Kohle rein. Wie gesagt, 2000, was mal technisch investiert. Ich denke mal, optisch wird da auf jeden Fall nochmal ein guter Taui reinfließen. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir hier gesponsert bekommen haben von Mercedes-Benz. Denn W211, man kennt es, die SBC-Einheit, und ihr seht schon, die sieht schön nagelneu aus, und das liegt daran, dass sie auch nagelneu ist. Die wurde von Mercedes-Benz auf Kulanz getauscht. So ein Ding kostet bei Mercedes mit Arbeit 2000 Euro netto ungefähr, und die haben das einfach auf Kulanz gemacht, auf ein japanisches Fahrzeug mit Komplettumbau. Ohne Checkheft. Okay, weiß ich nicht, was da jetzt gelaufen ist, aber die haben auf jeden Fall die SBC-Einheit gemacht. Da war irgendwas mit der Tankentlüftung. Kann sein, dass es irgendwie offene Rückrufaktion noch waren oder so. Ich weiß es nicht. Das Fahrzeug hat von Mercedes einen komplett neuen Tank bekommen mit Entlüftung. Das sind auch irgendwie 1,5 netto. Und Verklebung Schiebedach war eine Rückrufaktion. Das sind auch nochmal. Also fast 5000 Euro brutto hat allein Mercedes an Kulanzarbeiten hier reingebuttert. Das wird auf jeden Fall wieder ein richtig, also das wird auf jeden Fall auch ein weiteres Einzelstück in meiner Sammlung. Was sagt ihr, Freunde? Meinung zum Auto gerne unten in die Kommentare. Ja, Leute, damit neigt sich der erste Tag in Würzburg auch schon dem Ende zu. Leider habe ich von den neu angelieferten Autos heute noch nichts gesehen. Dafür haben wir den Brabus CLS erfolgreich mit allen Eintragungen über den TÜV gebracht, was mir sehr wichtig war. Heute Morgen gab es eine kleine Verzögerung, dann auf dem Weg zum TÜV, dieser scheiß Stau, mussten wir einen riesen Umweg fahren. Beim TÜV haben wir festgestellt, dass uns ein paar Gutachten gefehlt haben. Die haben wir dann auch noch organisiert. Und dann kam die ungeplante Anlieferung vom LKW, von neuen Autos, um die Ilka sich dann kümmern musste. Wenn man so wilde Dinge macht, dann muss man damit rechnen, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Das ist auch in Ordnung. Wir holen einfach morgen das nach. Seht ihr dann im nächsten Video. Ich schneide jetzt hier das Ding noch zu Ende. Lasst mir den Daumen nach oben da. Macht euch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder.